Meine Damen und Herren, Hoffnung geht immer. Gestern konnten wir hoffen, dass es bald einen Impfstoff geben würde, nach den unglaublich wissenschaftlich fundierten Aussagen von Donald Trump. Da sind dann gleich viele 100 Milliarden wieder an Marktkapitalisierung hinzugekommen durch diese Hoffnung. Und heute haben wir neue Hoffnung und werden neue Allzeithochs erreichen, denn wir haben eine eher inzwischen traditionelle Hoffnung, nämlich dass der Handelskonflikt, der Handelskrieg zwischen den USA und China nicht eskaliert. Heute Nacht ein Telefonat zwischen Lighthizer und Mnuchin auf Seiten der Amerikaner mit Liu He auf Seiten der Chinesen, und man ist sich einig, dass man sich einigen will, wenn man sich einigt. Und da hat gesagt, ja, also wir sehen Fortschritte in diesem Phase 1 Deal. Das ist praktisch eine Nullerklärung, wenn man so will. Da ist überhaupt keinerlei Substanz da. Man hat einfach hier ein bisschen gezeigt, dass man miteinander spricht. Das jedenfalls hat dafür gesorgt, dass die US-Futures nach oben gehen, weil eben die Hoffnung jetzt wieder groß wird, dass dieses Thema doch nicht so hochkochte, wie man einst befürchtet hat. Also Hoffnung aller Orten, Hoffnung geht immer. Wenn nichts zu hoffen ist, dann hofft man, dass Dienstag ist, denn Dienstag ist dann natürlich ein extrem positiver Tag für die Aktienmärkte. Hoffnung auch auf Seiten der Republikaner in den USA, die ihren Nominierungsparteitag ja abhalten, reden von Donald Trump Jr., respektive dem Sohn von Donald Trump, wie heißt er nochmal, ich habe es schon vergessen, Donald Jr., glaube ich, dann von Mike Pence und natürlich von Seth Donald, der gesagt hat, ja, also die einzige Chance, dass wir diese Wahl verlieren, ist, dass sie manipuliert ist. Das ist natürlich schon mal ein bisschen ein Vorbauen dafür, dass man möglicherweise die Wahl verlieren könnte, ist ja alles andere als sicher, aber möglich ist es ja. Und dann kann man sagen, guckst du, diese Wahl ist manipuliert worden. Es geht hier um diese Briefwahl, die so im Fokus ist. Donald Trump ja selber Briefwähler eigentlich. Aber sei es drum, man baut also hier vor und sagt schon mal, also wenn wir die Wahl verlieren, dann werden wir das nicht anerkennen. Hoffnungsfroh stimmen uns auch die Zahlen in Sachen Corona in den USA. Da haben wir jetzt die niedrigste Zahl neuer Verstorbener an oder mit Corona seit dem 12. Juni, auch nur 35.000 Fälle. Man sieht also, es geht nach unten mit den Fällen in den USA, anders als etwa in Spanien, in Europa, wenngleich da die Quantität noch deutlich geringer ist insgesamt als in den USA. Aber das könnte für Donald Trump natürlich ein Punkt sein, dass dieses Virus, naja, abebbt, könnte man sagen, und damit dann eben dieses Argument, du kannst nur Präsident werden, wenn oder bleiben, wenn die Wirtschaft gut läuft, hier wirklich zum Tragen kommt. Das möglicherweise interessanteste Ereignis heute war die Umstellung des Dow Jones. Da sind nämlich aufgrund des Aktiensplits von Apple, muss man sich mal vorstellen, da wird ja 4:1 gesplittet. Was bedeutet, dass Apple in diesem preisgewichteten Index praktisch gar keine Rolle mehr spielt? Man hatte vorher über 12%, jetzt hat man nur noch 3%, liegt so im Mittelfeld. Es ist ja so, dass eine Aktie, die 100 Dollar kostet, doppelt so hoch gewichtet ist in dem Index wie eine Aktie, die 50 Dollar kostet. Dementsprechend der Aktiensplit raubt damit Apple praktisch Marktgewichtung in diesem Index, und damit reduziert sich auch der Tech-Sektor in diesem Index. Deswegen hat man jetzt zum Beispiel Salesforce in diesen Index gebracht, ein Cloud-Anbieter, Amgen aus dem Pharma-Sektor und Honeywell sind reingekommen, Exxon ist rausgegangen, Pfizer und Raytheon sind raus, also da hat man gleich drei Komponenten raus und drei reingenommen, das erste Mal seit 2014, und 2014 war zum Beispiel Exxon noch die wertvollste Firma der Welt, die jetzt rausfliegt. Das zeigt also diesen Abstieg des Energiesektors. Insgesamt sehen wir, zwar ist der Technologiesektor durch diesen Aktiensplit von Apple immer noch und das Neueintreten von Salesforce immer noch mit minus 4,6% etwas weniger gewichtet als zuvor, aber immer noch macht eben auch der Tech-Sektor 23% im Dow Jones aus, also fast ein Viertel, ist also nicht gerade untergewichtet, kann man sagen.
Aber es zeigt, welche Konsequenzen so etwas hat wie der Aktiensplit. 2014, glaube ich, war es auch, dass Apple einen 1:7 Aktiensplit gemacht hat und damit die Basis geschaffen wurde, auch für die Aufnahme in den Dow Jones. Wer wissen will, warum Tech-Konzerne besser laufen und mehr Gewinne machen, der braucht sich vielleicht mal nur diese Statistik anzuschauen, nämlich der Unterschied zwischen der Besteuerung von menschlicher Arbeit und der Besteuerung von Software zum Beispiel. Da sehen wir, die Besteuerung für Software und Equipment geht nach unten, die Besteuerung von menschlicher Arbeit geht nicht nach unten. Das macht es natürlich für die Konzerne, für die Firmen, die nicht so technologielastig sind, ein bisschen schwierig. Hier sehen wir nochmal das traurige Ende von Exxon aus dem Dow Jones. Die letzten zwei Quartale negativ, das gab es noch nie bei Exxon, natürlich auch durch Corona, aber insgesamt doch eine Abstiegsgeschichte, die wir hier sehen. Kommen wir zu den Märkten, meine Damen und Herren, kommen wir zu dem Ungleichgewicht zwischen dem Indexstand und dem praktisch der Tatsache, dass nur sehr wenige Aktien hier diese Rallye mitgemacht haben. Das war gestern ein bisschen anders, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass wir derzeit, wie Holger Cepic hier zeigt, nicht mal oder 59% der Aktien im S&P 500 über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist so wenig wie Ende 1999, Anfang 2000 nicht mehr. Normalerweise ist die Anzahl höher, wenn der S&P auf einem Allzeithoch handelt. Aber gestern haben wir etwas gesehen, was interessant war, nämlich Momentum würde dann ein bisschen abverkauft. Also diese Tech-Werte, diese Wachstumsgeschichten und Value, diese langweiligen Geschichten, die wurden dann hinzugekauft, sodass sich die Differenz zwischen beiden deutlich verknappt hat. Wir sahen deswegen den Nasdaq schwächer als etwa den Dow Jones oder den S&P. Das war das Thema des gestrigen Handelstages. Grundsätzlich übergeordnet ist das Thema, das Leon Cooperman hier anspricht. Ich bin dieser weltbekannte Investor. Ich bin fokussiert auf etwas, auf das der Markt nicht fokussiert ist, nämlich auf die Nicht-Tragfähigkeit von Schulden. Wer zahlt für die Party, wenn die Party vorbei ist? Gute Frage. Ne? Noch wird gesoffen und nicht an die Rechnung gedacht. Und schauen wir uns mal hier das Defizit an. In den USA, da ist eine kleine Abwärtstendenz erkennbar. Und das wird eben jetzt sozusagen durch immer neue Billionen zugeschüttet. Und das wird natürlich ewig so weitergehen. Kommen wir kurz noch nach Deutschland. 10 Uhr kommt der IFO-Index heute. Wird sich da diese Aufwärtstendenz fortschreiben? Das ist die große Frage. Und wenn wir uns hier mal den DAX im Vergleich zu anderen Indizes anschauen, etwa zum britischen, zum kanadischen und zum australischen Index, dann sehen wir, der hält sich eigentlich im Vergleich recht gut, auch wenn er schlechter ist als die Amerikaner, aber wer ist schon besser als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten der Manipulation als die USA? Deswegen ist das kein Wunder, dass der DAX hinter den USA zurückbleibt, auch wenn er gestern einen großen Schluck aus der Pulle genommen hat und deutlich steigen konnte. Wie deutlich, schauen wir uns im Chart mal an, meine Damen und Herren. Alle Charts sind auf 4 Stunden Basis unter von dicapital.com. Hier sehen wir den Leitindex aus Deutschland bei 13.162 Punkten. Wir sehen den S&P 500 mit einem neuen Allzeithoch. Wie könnte es anders sein? Es ist ja auch viel Hoffnung, berechtigte Hoffnung. Nur mit der Realität hapert es dann gelegentlich. Das macht aber nichts. 11.681. Der Nasdaq, was macht Gold? Das ist ja wenig bewegt, 1.932. Und abschließend der Euro, der sich hält bei 1,1812, nach wie vor pendelt um die 1,18er Marke. Also Hoffnung geht immer, wenn wir irgendwie nichts zu hoffen hätten, wäre ja schlimm. Deswegen zaubern wir manches Kaninchen aus dem Hut, um Hoffnung zu haben und treiben damit die Indizes immer weiter nach oben. Ob das alles nachhaltig ist und wer für die Party bezahlt, ist eine ganz andere Frage. Die stellen wir uns natürlich erst dann, wenn wir sie uns stellen müssen. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.